Ja, es ist so schön, euch heute alle hier zu sehen. Ist das nicht wunderbar, dass wir zusammenkommen können als Familien von allen Generationen und dass wir hier so einen Ort der Begegnung haben, der mutmachend ist. Und Gott will uns Mut machen. Ich will heute ein Wort euch weitergeben, das mein Leben verändert hat. Und ich war früher Atheist, ich habe nicht geglaubt, dass es Gott gibt. Und ich habe keinen Sinn in meinem Leben gesehen, den Lebenssinn überhaupt nicht gesehen. Und dann habe ich festgestellt, dass es ohne Gott wirklich deprimierend ist, hoffnungslos. Wofür lebt man, wenn man nicht weiß, warum man auf dieser Erde ist? Und ich will heute einfach ein paar Gedanken mitteilen über den Zweck unseres Lebens. Und dass Gott auch uns ruft, Familie zu bauen. Und dass Kinder eine ganz, ganz wichtige Rolle haben für die Gesundheit unserer Gesellschaft. Ja, wofür leben wir überhaupt? Was ist der Zweck? Ich glaube, dass Gott uns geschaffen hat mit Liebe. Gott ist Schöpfergott. Er ist allmächtig. Und unser Leben hier auf der Erde ist nicht ohne Sinn, nicht ohne Zweck. Sondern wir sollen wirklich ein Leben führen in Liebe, anderen Menschen zu helfen, zu dienen. Und das ist, was wir heute hier auch tun wollen. Und Jesus hat über Maßstäbe für wahre Größe geredet im Markus-Evangelium und auch über Kinder. Darüber will ich mit euch mal reden. Und dort lesen wir, dass Jesus 12 Jünger hatte. Die hat er in Israel berufen, ihm nachzufolgen, von ihm zu lernen. Und dann haben sie miteinander gestritten, wer denn der Größte von ihnen ist. Ja, sie waren neidisch aufeinander. Und sie haben gewetteifert, wer ist der Erste, wer ist der Größte. Kennt ihr sowas? So viele Menschen wollen heute groß sein, wollen die Ersten sein, wollen viel Geld haben, viel Macht, viel Einfluss. Wir sehen das in der Politik. Und dann ruft Jesus seine 12 Schüler, seine 12 Jünger zusammen und er sagt, wenn jemand von euch der Erste sein will, dann soll er der Letzte von allen sein und Diener von allen. Und dann nimmt Jesus ein Kind und stellt es in ihre Mitte und nimmt das Kind in seine Arme. Ein schwaches Kind, ein schutzloses Kind. Und er sagt, wer eins von diesen Kindern aufnimmt und eins von diesen kleinen Kindern segnet und ihnen Gutes tut, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnehmen wird, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wen hat Jesus gesandt? Von wem war Jesus gesandt? Von Gott, Vater, von dem Schöpfer von Himmel und Erde. Gott wurde Mensch, das lehrt uns die Bibel. Jesus war ganz Gott und ganz Mensch, Gottes Sohn. Und er hat gesagt, wenn ihr groß sein wollt, wenn ihr das Leben wirklich verstehen wollt, dann müsst ihr mit euren Gaben und Talenten dienen, Gutes tun. Und er hat gesagt, nehmt Kinder auf, dient Kindern, helft Kindern, weil sie sind schwach und schutzlos. Kinder brauchen wirklich unsere Liebe, unsere Wertschätzung, damit sie gesund aufwachsen. Und es gibt so eine Stärke, wenn wir wissen, ich bin geliebt. Ja? Gott ist mit mir, ich bin geliebt. Weil das Selbstwertgefühl, das wir haben, das hilft uns wirklich, Dinge zu tun, Leistung zu bringen. Und wir feiern diese Feste, um wirklich Segen weiterzugeben an Familien, an Kinder, an diese Generation. Ich war früher als Kind sehr verletzt, weil ich habe auch Missbrauch erlebt, schlechte Dinge erlebt in meinem Elternhaus. Und ich hätte mir diesen Raum des Schutzes, der Liebe, der Geborgenheit gewünscht, habe das aber so nicht erlebt. Und Jesus sagt was Weiteres über die Kinder in Kapitel 10, Verse 13 bis 16. Und sie bringen dort Kinder zu ihm, zu Jesus, damit er sie anrührt.
Aber die Jünger ärgerten sich und sie wollten die Kinder wegschicken. Aber Jesus hat gesagt, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht. Denn solchen gehört das Reich der Himmel. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Und er nahm wieder Kinder in seine Arme und hat sie gesegnet. Ich würde am liebsten mal alle Kinder bitten, nach vorne zu kommen, ja? Zu mir nach vorne zu kommen. Wir wollen ja heute auch mit euch was unternehmen. Wir wollen auch freitags unsere Gemeinde öffnen für euch. Und ich möchte euch einfach sagen, dass Gott Kinder liebt. Amen. Jesus hat Kinder zu sich kommen lassen. Wisst ihr, warum Jesus gekommen ist? Wisst ihr das? Auf die Erde? Habt ihr das schon mal gehört? Warum er gekommen ist? Warum wir Weihnachten feiern? Ja, er ist auf die Erde gekommen, um uns zu zeigen, wie wir richtig lieben, leben, wie wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Und er ist auch gekommen, sein Leben als Opfer zu geben, am Kreuz. Er ist gestorben für uns, ja, unsere Sünde zu vergeben. Dafür ist Jesus gekommen. Und Jesus hat Kinder hier sogar als Vorbild hingestellt. Seid ihr dankbar, wenn ihr was bekommt, wenn ihr was kostenlos bekommt, geschenkt bekommt? Ja. Ja? Ja, siehst du, Kinder sind dankbar. Das verlernen wir oft, stimmt das? Ja. Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Wenn deine Eltern dir sagen, wir machen das und das, nächstes Wochenende, wir laden euch ins Kino ein oder gehen in den Zoo. Habt ihr Vertrauen, dass das passiert? Ja, also manchmal. Manchmal nicht? Ja, manchmal nicht. Und warum nicht? Weil die Eltern manchmal so viel zu tun haben und dann wir nicht zu Ausflüge können. Und dann wird das Versprechen vergessen oder verschoben, ja? Ja, ja. Ja, und dann, das ist ein gutes Beispiel, dann wird Vertrauen verletzt. Aber am Anfang vertraust du glaubst, richtig? Und es ist auch nicht schwer für euch Freundschaften zu bauen zu anderen Kindern, oder? Wie geht es euch damit? Auf andere Kinder zuzugehen? Das geht uns so gut. Ja, für mich geht es so auch gut, aber manchmal bin ich auch ein bisschen schüchtern. Ja, schüchtern, aber man kann mit anderen Kindern gut spielen, die kennenlernen, oder? Ja. Und Gemeinschaft haben, mit ihnen essen. Und das ist das, was Jesus sagt. Wir müssen wieder werden wie Kinder, wieder vertrauen, wieder glauben. Und Jesus sagt, sonst könnt ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Jesus kam, um Versöhnung mit einem heiligen Gott zu bringen. Um das Reich Gottes vom Himmel auf die Erde zu bringen. Kennt ihr das Vaterunser? Da beten wir, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf der Erde. Dein Reich komme wie im Himmel, so auch auf der Erde. Im Himmel ist kein Krieg. Momentan haben wir Krieg, stimmt das? Ja. In der Ukraine. Ja. Und wenn wir beten, Gott, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der Erde, beten wir für Frieden. Aber in der Hölle ist Krieg. Ja, es gibt ein Getrenntsein von Gott. Ja? Und Jesus hat die Tür geöffnet, dass wir ewiges Leben haben. Habt ihr schon mal gelogen? Schon mal Unwahrheit gesagt? Ja. Ehrlich sein. Jeder Mensch. Amen. Und wenn wir lügen, wozu macht uns das? Zu einem Lügner, richtig? Ja. Dann sind wir Lügner. Habt ihr schon mal was weggenommen, was dir nicht gehörte? Nein. Nicht jeder, aber manche. Ja? Und wenn wir etwas wegnehmen, wenn es nur eine Kleinigkeit ist, dann sind wir Diebe. Und die Bibel nennt das Sünde. Aber Gott ist heilig. Er ist vollkommen. Und wir können nicht zu Gott kommen mit unserer Schuld und Sünde. Könnt ihr das verstehen? Ja. Wenn du etwas stiehlst, ja, und du wirst erwischt im Laden, dann kommst du vor Gericht, stimmt das? Ja, meine Freundin hat schon mal von Einkauf die Flasche ausgetrunken und hingestellt. Ja, siehst du, und gar nicht bezahlt. Nein. Meine Freundin hat schon mal, sie hat schon mal LOLs geklaut, ohne zu bezahlen. Ja, siehst du, das nennt die Bibel Schuld, Sünde. Und wenn du dann vor Gericht kommst, dann wirst du verurteilt, weil der Richter muss gerecht richten nach dem Gesetz, richtig? Aber jetzt stell dir vor, dass jemand gekommen ist vor 2000 Jahren, der den Preis für alle unsere Sünden bezahlt hat. Und das ist Jesus. Jesus ist die Tür zu einem heiligen Gott. Jesus ist die Tür in das Reich der Himmel. Ist das nicht cool? Und egal, was wir falsch machen, Gott liebt dich.
Und Gott will dich segnen. Und deswegen hat Jesus Kinder genommen in die Arme und hat sie gesegnet. Wisst ihr, was es heißt zu segnen? Wer weiß von euch, was es heißt zu segnen? Kann mir das mal jemand sagen? Hast du eine Ahnung? Nein, ich habe keine Ahnung. Segnen heißt, Gutes sagen über. Gutes zu sagen. Ja, was willst du sagen? Ja? Nicht ins Mikro. Mir persönlich, sag mal. Zwei aus meiner Schule haben schon geklaut. Ja, da siehst du. Oder gewalttätig. Habt ihr Gewalt erlebt in der Schule? Ja. Mobbing, ja. Schlagen, treten. Ja. Oder verfluchen. Du bist dumm, du bist blöd. Das ist alles Sünde. Und das zerstört unser Selbstbild. Stimmt das? Ja. Aber weißt du, wie Gott dich sieht? Lieb. Fähig. Dass du alles schaffen kannst. Durch seine Kraft, durch seinen Segen. Und als Jesus die Kinder in die Arme nahm, hat er sie gesegnet. Und er hat gesagt, euer Leben soll erfüllt sein mit Gottes Gegenwart und Liebe und Kraft. Ich glaube an dich. Du wirst das schaffen. Wie heißt du? Maja. Hat dir schon mal jemand gesagt, Maja, ich glaube an dich? Wie heißt du? Melina. Melina, okay. An mir hat schon mal auch einer geglaubt. Ja, aber Gott hat Segen für uns. Und das ist eben auch Vergebung. Und das ist Beziehung, dass wir sogar Gottes Stimme hören. Hörst du Stimmen, deine Gedanken? Du denkst jeden Tag, richtig? Ja. Manchmal denkst du gute Gedanken, aber manchmal denkst du auch böse Gedanken. Ich schaff das nicht. Oder manchmal denkst du vielleicht auch, wird mein Leben gelingen? Oder werden meine Eltern es schaffen? Wird meine... Ich denke mal an Handy. Ja. Aber Gott hat gute Gedanken über dich, über alle Menschen. Und dann kannst du lernen, Gottes Stimme zu hören, wenn du die Bibel liest. Da sind Gottes Gedanken drin. Ja? Also, die Bibel sagt, kein Mensch ist gerecht. Ja? Hier ist ein Herz. Wofür steht das? Was würdet ihr sagen? Ja? Sag mal. Gott liebt dich? Ja, für Liebe. Das steht für Liebe. Und Gott hat bedingungslose Liebe. Er nimmt dich so an, wie du bist. Selbst wenn du Fehler hast, wenn du einen Fehler machst. Manchmal sind unsere Eltern nicht mal so. Manchmal erleben wir in der Schule oder von anderen nur Liebe, wenn wir alles richtig machen, die richtigen Noten nach Hause bringen. Ja? Aber Gott ist nicht so. Gott liebt uns mit all unseren Fehlern und Schwächen. Und er glaubt an uns. Aber dann gibt es ein Problem. Und das ist dieses Minus. Was würdet ihr sagen, ist das Minus? Wie? Schlimm. Negativ. Das Minus steht für eine große Kluft. Hier oben ist Gott, da unten sind wir. Und dieses Minus ist unsere Sünde und unsere Schuld. Das, was wir falsch machen, was wir schlecht machen. Ja? Auch wenn wir schlecht über uns selbst denken, das ist das Minus. Dass wir es nicht schaffen. Ja? Oder habt ihr Fächer, wo ihr nicht gut seid in der Schule? Ich hatte die auch. Und dann bin ich zum Glauben gekommen an Jesus und bin in eine Beziehung mit Gott gekommen, meinem himmlischen Vater. Dann habe ich gebetet und Gott hat mir geholfen, in Schulfächern, wo ich schlecht war, gut zu werden. Das kann Gott tun, indem er mir Verständnis gegeben hat und Liebe zu Englisch, zu Mathematik, zu Fächern. Und plötzlich konnte ich gut lernen. Und das war Gottes Segen und Kraft, die auf mein Leben kam. Also hier ist das wie eine große Kluft und du kannst nicht rübergehen aus eigener Kraft zu Gott. Du kannst nicht aus eigener Kraft... Ja, genau. Das ist eine Trennung. Eine Trennung durch unsere Sünde. Aber hier, was ist das? Das Kreuz. Und was ist das? Das ist das Tode. Ja, aber was seht ihr hier? Davor war Minus. Ach, Plus. Das ist ein Plus. Amen. Das ist Gottes Plus für die Menschheit. Und das ist die Tür zu Gott, in die Beziehung mit Gott. Und ich habe als junger Mann mit 19 Jahren, da war ich Soldat in der Luftwaffe in Hamburg, war ich Soldat. Und ich habe den Sinn des Lebens gesucht. Und ich wollte damals Karriere machen in der Politik, Wirtschaft, ja, aber ich war unerfüllt. Und dann habe ich Gott gesucht und die Bibel gelesen. Und dann habe ich gehört, dass Gott Mensch wurde und dass er am Kreuz gestorben ist für meine Sünde, zur Vergebung meiner Sünde. Er hat aus meinem Minus ein Plus gemacht. Ein Plus gemacht.
Und jetzt ist das Minus weg. Und jetzt ist ein Plus da, eine Tür in meine Beziehung zu meinem himmlischen Vater. Siehst du, dein Mama und Papa haben dich zur Welt gebracht, richtig? Ja. Aber deine Seele, auch dein Geist, wir haben auch einen Geist, wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen, kommt nicht von deinem Mama und Papa. Deine Seele kommt von Gott, ist vom Himmel gekommen. Und jeder hier heute sind wir ein paar hundert Menschen hier, jeder hat andere Gaben und Talente, stimmt das? Ja. Jeder hat einmalige Augen, einmaligen Fingerabdruck. Es gibt 8 Milliarden Menschen, aber 8 Milliarden verschiedene Fingerabdrücke. Weil Gott dich einmalig gemacht hat. Du hast Gaben, die ich nicht habe. Du hast Gaben, die sie nicht hat. Ganz andere Gaben und Talente. Also, das ist die Tür. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann werdet ihr nicht durch die Tür des Kreuzes gehen ins ewige Leben, in Beziehung mit mir. Und jetzt kommt mein viertes Symbol. Und das ist was? Das ist das Fragezeichen. Ja, genau. Und Gott stellt dir allen hier heute eine Frage. Wie reagierst du darauf, dass dein Minus durch Jesus Christus vergeben wurde und überbrückt wurde und dass es ein Plus geworden ist? Dass wir wirklich Vergebung haben können. Wie reagierst du darauf? Die Bibel sagt, so sehr hat Gott alle Menschen geliebt, alle Menschen, 8 Milliarden Menschen, dass er seinen Sohn Jesus Christus gab, damit jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden hat und ewiges Leben. Und jetzt müssen wir durch die Tür gehen und dieses Geschenk von Gott empfangen. Dass wir sagen, danke. Weißt du, Gott hat nur Geschenke. Er hat nur Geschenke. Ich habe jetzt zwar kein Geschenk, aber wir haben nachher Grillwürstchen, das ist ein Geschenk. Und du musst nichts dafür bezahlen. Und Spiele haben wir. Und auch Bücher, da hinten ist unser Büchertisch. Und Gott hat nur Geschenke, das nennt die Bibel Gnade. Stell dir mal vor, ein Mörder oder ein Verbrecher kommt vor Gericht. Und jetzt hat jemand seine Schuld bezahlt. Stellt euch das mal vor, da hat jemand jemanden ermordet oder eine Bank ausgeraubt, er ist vor Gericht und er muss eigentlich 15 Jahre ins Gefängnis. Und jemand hat diesen Preis bezahlt und er sagt, du bist frei, du musst nicht mehr ins Gefängnis. Ich nehme deine Schuld auf mich. Wäre das nicht wunderbar? Ja, doch. Und das ist das Evangelium von Jesus Christus. Gott hat den Preis bezahlt, den wir nicht bezahlen konnten. Darum haben wir 2023 nach was? Nach Christus. Wir haben 2023 nach Jesus Christus. Stimmt das? Ja. Oder nach Buddha? Nach vier. Nach Mohammed? Nee, nach Cäsar. Nee, nach Jesus Christus. 2023. Weil Gott hat die Geschichte der Menschheit verändert. Und als ich Jesus in mein Herz aufgenommen habe, da habe ich Frieden gehabt. Da sind alle Lasten von mir abgefallen. Alles, was ich an Lüge, Betrug, auch Süchte, die ich hatte, Gebundenheiten, das hat Gott zerbrochen über meinem Leben. Und ich war frei. Und seitdem bin ich seit 30 Jahren in einer sehr liebevollen Beziehung zu Gott. Und jeden Tag bete ich. Und Gott hört diese Gebete. Ja? Und so erleben wir Wunder, weil Jesus sagt, bittet und es wird euch gegeben werden. Ich möchte jetzt einfach anbieten, dass ihr auf die Liebe Gottes reagiert. Ich möchte mit euch gerne beten und fragen, möchtest du durch diese Tür eingehen? Wir haben ja gehört, wir haben alle gelogen. Ich habe hier so ein Traktat, das könnt ihr dort vorne mitnehmen, ein guter Mensch. Und da sind die 10 Gebote drin. Die Bibel sagt, es gibt keinen guten Menschen. Alle haben gesündigt, alle sind ungerecht. Und darum brauchen wir einen Retter. Darum brauchen wir Jesus. 200 Verheißungen im Alten Testament, es gibt das Alte und das Neue Testament, sagen, dass der Retter der Menschheit, Jesus Christus, kommen wird. Dass er auf einem Esel in Jerusalem einreitet. Dass er von einer Jungfrau geboren wird. Stell dir mal vor, eine Jungfrau hat Jesus zur Welt gebracht. Durch den Heiligen Geist, durch Gottes Geist. Und all das ist passiert vor 2000 Jahren. Nehmt doch das Traktat heute mit, ein guter Mensch. Und da sind die 10 Gebote drin.
Und es wird dort gezeigt, dass wir alle nicht nach Gottes Geboten und nach seinen Ordnungen gelebt haben. Wir haben den Namen Gottes missbraucht, das dritte Gebot. Wir haben unsere Eltern nicht geehrt. Vielleicht hast du über deine Eltern mal geschimpft, negativ geredet. Oder auch sexuelle Unmoral ist heute so viel verbreitet. Ja? Das ist nichts für Kinder. Für gar niemanden etwas. Ich möchte euch jetzt anbieten, wer sagt ja, wenn ihr sagt, ich möchte wirklich das, was Jesus für mich getan hat, meine Sünde in Ewigkeit zu vergeben, möchtet ihr das heute annehmen? Ja. Ja? Dann wollen wir zusammen beten. Gott sagt, werdet wie die Kinder. Ich möchte jetzt auch die Erwachsenen fragen, ihr habt meine Predigt gehört, meine kurze Botschaft. Wer möchte heute dieses Geschenk von Gott annehmen, dass du sagst, ich möchte durch die Tür gehen? Weil Jesus hat sein Blut vergossen, er war ohne Sünde. Und du sagst, ich möchte heute Vergebung aller bösen Worte, aller bösen und schlechten Taten, die ich je getan habe. Gott, reinige mein Herz, komm in mein Leben. Gott, komm in mein Leben durch den Heiligen Geist. Hebe doch mal deine Hand, wenn du das heute annehmen willst. Sehe deine Hand dort, hebe doch einfach deine Hand. Wenn du sagst, ich möchte durch diese Tür zu Gott in das ewige Leben. Ich sehe Kinder dort, sehe eure Hände. Jeder, der noch nicht Jesus angenommen hat, das ist Gottes Gabe für die Menschheit, in eine Beziehung mit einem heiligen Gott zu kommen. Dann betet mir doch jetzt ein Gebet nach. Einverstanden? Ich bete euch das vor, Satz für Satz. Und ihr, du machst das jetzt zu deinem Gebet. Amen? Lass uns einfach beten. Sprich mir einfach mal nach. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Wasche jetzt mein Herz ganz rein. Wasche mein Herz ganz rein. Ich glaube, dass du am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du am Kreuz gestorben zur Vergebung meiner Sünde. Als Vergebung meiner Sünde. Und ich bitte dich jetzt, mir alle meine Schuld zu vergeben. Komm jetzt in mein Leben. Durch deinen Heiligen Geist. Das Gute und Richtige zu tun. Und hilf mir, das Gute und Richtige zu machen. Amen, Amen. Lass uns doch einfach mal einen Applaus geben. Lass uns mal einen Applaus geben. Ich möchte euch einfach noch mal segnen und alle, die das jetzt gebetet haben. Lass mich euch einfach mal segnen. Vater, ich danke dir jetzt für diese wunderbaren Kinder jetzt heute hier. Und Vater, ich bete im Namen Jesus, dass dein Segen auf ihr Leben kommt, Herr. Dass du ihr Herz schützt vor allem Bösen, vor aller Verführung, vor allem, was versucht, Kinder kaputt zu machen. Vater, wir befehlen diese Kinder in deine schützenden Hände. Danke, Vater, dass du sie auf dem Weg des Lebens führen wirst, der nach oben führt, der zu dir führt. Vater, offenbare dich ihnen. Vater, lass sie wirklich kindlichen Glauben haben, dass alle Segnungen der Bibel, des Alten Testaments, des Neuen Testaments in der Bibel ihnen gehören. Segne ihre Schule, segne ihr Lernen, hilf, dass sie in Fächern, wo sie noch nicht so gut sind, wirklich Interesse haben, wie ich das erlebt habe. Segne sie auch in ihren Beziehungen zu ihren Eltern. Vater, gib ihnen deinen Frieden, deine Freude. Und Vater, lass diese Kinder wirklich wachsen im Glauben an dich. Lass sie wissen, dass sie von dir geliebt sind und dass sie alles durch den Glauben tun können. Und schütze ihre Gesundheit, dass sie an Geist, Seele und Körper gesund wachsen. Und hilf, dass wir eine Kinderkirche aufbauen, Herr. Wir wollen unser Zentrum in der Warnitzer Straße 8 freitags öffnen für euch. Filme schauen, Spiele spielen, viel gemeinsam unternehmen, auch essen mit euch. Vater, wir wollen essen und trinken auch mit den Kindern, mit den Vätern und Müttern. Und wir wollen wirklich die Dinge weitergeben, die gesunde Ehen und Familien bauen. Segne die Kinder und lass sie dich persönlich kennenlernen. Amen. Gottes Segen. Ja, schön. Wunderbar. Wunderbar. Jetzt wollen wir wieder in einen musikalischen Teil rübergehen. Wie fühlt ihr euch jetzt? Wie war das? Gut. War schön? Ja, gut. Habt ihr irgendwas gespürt, ja, als wir gebetet haben? Was hast du gespürt? Ich habe gespürt, da
besseren Leben habe. Dass was Besseres jetzt kommt? Ja. In deinem Leben? Ja. Warum? Weil ich war mal in der Schule und ich hab den Test voll verhauen. Ja? Ja, ich habe so eine 4 gehabt. Ah ja. Und jetzt kannst du eine 3 haben, eine 2. Gott ist dein Helfer. Ja. Und jetzt kannst du jeden Tag beten und kannst sagen, Gott, hilf mir. Ja. Hilf mir, das zu verstehen. Gib mir Freude am Lernen. Ja. Und so bin ich gut geworden in der Schule, durch Gebet. Ja. Wir haben übrigens auch neue Testamente. Nehmt die mit. Wer hat noch kein neues Testament? Kann man eure Hände sehen? Nehmt die von dem Büchertisch, der grüne Büchertisch. Da sitzt der Detlef, ein ganz lieber, freundlicher Mann. Und nehmt heute Geschenke mit. Der Büchertisch darf leer werden. Nehmt neue Testamente mit. Fangt an mit dem Matthäus-Evangelium. Matthäus, Markus, mein Name ist Markus, zweite Evangelium von links, Lukas und Johannes. Nehmt Evangelien mit und auch diese kleine Schrift, ein guter Mensch. Weil die Wahrheit ist, es gibt keine guten Menschen. Aber Gott kann uns gut machen, er kann unser Herz verändern. Ich war früher ein Egoist, habe nur für mich gelebt und heute lebe ich nur noch für andere Menschen. Gott hat mir Liebe gegeben für alle Menschen, wo vorher Hass war und Egoismus. Gott kann uns gut machen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Er verändert unser Herz. Jetzt übergebe ich wieder an die Band. Die stehen schon bereit. Und wir werden noch ein paar Lieder hören. Und dann wird Rita mit mir und mit anderen ein paar Spiele spielen. Der Grill kann jetzt gestartet werden. Wir wollen jetzt auch miteinander essen und Gemeinschaft haben.